Hey, was geht ab, Leute? Hier ist Eimarz und ich komme gerade von Zocken und bin ehrlich gesagt so ein bisschen angepisst, denn eben gerade wurde ich schön von Geist gecampt und von Second Chance getötet und das hat mich so richtig schön richtig sauer gemacht und wie auch immer, ich bin gerade irgendwie in Commentary-Laune, keine Ahnung warum. Vielleicht möchte ich einfach nur meine Wut an euch auslassen. Naja, gestern Nacht habe ich zum Beispiel wieder ein 85 zu 2 erspielt und der Theatermodus hat es mal wieder nur zur Hälfte abgespeichert. Das ist fast so schlimm wie das Gameplay, das ich vorgestern erspielt hatte, eine 95 zu 2 und das wurde auch nicht abgespeichert, also nur zur Hälfte. Und das kotzt mich richtig an und ich will jetzt erstmal schön, habe jetzt erstmal genug von Call of Duty und werde wohl in der nächsten Zeit, ich habe gerade Assassin's Creed Brotherhood gekauft, ich werde das wohl einfach mal ausnutzen, einfach mal den Singleplayer da richtig schön durchzocken und vielleicht auch mal den Multiplayer probieren. Und wie auch immer, heute spiele ich mit der AK-47 mit erweiterten Magazinen auf, in normalen Team Deathmatch einfach neu. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie so Glück in einem Team Deathmatch oder in einem Spiel generell wie hier. Ihr habt es wieder gesehen. Ich hätte eigentlich sterben sollen. Also normalerweise wäre ich immer gestorben bei so einer Szene. Aber ich hatte einfach unglaublich Glück und das streite ich auch gar nicht ab. Und ich habe hinterher auch die Combat Records von den Gegnern gecheckt, weil es mir auch einfach während des Gameplays aufgefallen ist, wie schlecht die einfach waren und wie die echt verkackt haben. Und die waren gar nicht so mega schlecht. Die waren durchschnittlich. Die hatten eigentlich ganz, die KDs waren eigentlich ganz okay und die waren nicht so schlecht, wie ich von ihnen eigentlich erwartet hätte. Und ich weiß auch nicht, was mit denen abging in diesem Gameplay mit den Gegnern, aber die hätte ich auch sterben sollen. Aber wie auch immer, die hatten wohl irgendwie einen schlechten Tag alle und das ist gut für mich, denn ich habe ein super Gameplay gekriegt. Und wie auch immer, das soll jetzt nicht das Thema sein, wie schlecht manche Leute sind, sondern das Thema soll jetzt sein, ach, die Killstreaks habe ich ganz vergessen. Killstreaks waren Gunship, Chopper Gunner und Blackbird. Habt ihr ja wahrscheinlich alle schon gesehen. Hätte ich ja nicht gar nicht erwähnen müssen. Aber wie auch immer. Ich kam eben beim Zocken, als ich schön von Ghost gecampt wurde, auf ein eigentlich ziemlich. Eigentlich ein ganz cooles Thema. Und habe mir gedacht, bevor ich es vergesse, spreche ich das einfach mal sofort an. Und zwar war das auch ein Thema kurz bevor Black Ops rauskam, als ich Modern Warfare 2 dem Ende zu neigte. Und zwar wurde dann halt klar, es wurde von Treyarch halt preisgegeben, dass es keine Feuerkraft mehr in Black Ops geben wird und dass das rausgenommen wird, das Perk. Und alle haben das gefeiert und das ist auch ganz verständlich, denn dadurch hatte man halt die Möglichkeit, was anderes als Feuerkraft in seinen zweiten Slot reinzustecken. Und das ist auch halt auch gut, weil es halt mehr Variierung ins Spiel reinbringt. Aber der Haken kommt jetzt halt, denn es wurde dann halt bahnfrei für einen Perk wie Geist. Das ist ein Riesenproblem, denn wir wissen auch alle, dass Geist mit Abstand ein ziemlich großer Fehler in Black Ops ist. Und mit Abstand, wie schon eben gesagt, das größte Problem in Black Ops ist. Und an alle, die jetzt Geist benutzen, ich weiß, dass viele von meinen Abonnenten auch Geist benutzen. Und das ist auch völlig verständlich, weil also es ist nicht schlimm. Es ist, regt einen zwar schon auf, aber ich meine, wenn jeder Geist benutzt, dann ist es einfach nur dumm, wenn man auch keinen Geist benutzt. Und ich als Kommentator habe leider nicht die Chance, Geist zu nutzen, weil ich halt immer Gameplay haben muss. Und wenn ich jetzt irgendwie ein super Gameplay mit Geist kriegen könnte, dann könnte ich es wahrscheinlich nicht online stellen, ohne dafür geflamed zu werden. Und wie auch immer, ich will jetzt nicht über das Problem Geist reden, ich möchte über Feuerkraft reden. Denn Feuerkraft ist einfach das Einzige, was ich mir in Modern Warfare 3 neben Gun Balance, was in Black Ops nicht gerade gut vertreten ist, wünsche. Es wurde ja klar, dass One-Man-Army und oder Ein-Mann-Armee und Kommando nicht mehr im Spiel da sein werden, also fällt das von meiner Wunschliste raus. Und oder ich möchte einfach, dass die Entwickler irgendeine andere Lösung ausdenken, wie man tatsächlich halt Geist aus dem Spiel nehmen, also Geist tatsächlich so einen Nachteil geben kann, ohne dass Feuerkraft halt raus muss. Und ich meine, früher gab es einfach keine Leute, die meinten, oh, jetzt setze ich mich einfach mal mit einer schallgedämpften Galil in die Ecke und warte, bis irgend so ein Volltrottel vorbeikommt und ich kriege einen einfachen Kill. Das gab es früher einfach nicht. Und das kam einfach nicht vor und immer war einfach Bewegung im Spiel. Dass selbst die Leute, die eiskalt benutzt haben oder UAV-Jammer, die waren dauerhaft in Bewegung und sie haben einfach nicht gecampt. Und es war einfach, wie gesagt, schon alles in Bewegung und das Game war einfach fast-paced. Und das ist jetzt mein Wunsch für MW2 und ich bitte euch einfach mal, ich möchte einfach mal starten. Und zwar möchte ich eine kleine Konversation in den Kommentaren mit euch führen. Und ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Und ich möchte definitiv viel lieber sehen, wie jemand seine Meinung zu dem Thema äußert, was er davon hält
als dass ich irgendwie sowas lese wie, Geist ist doch das Geilste der Welt, Digga, oder Feuerkraft ist das Geilste der Welt, Digga, hast voll recht und so. Ich möchte wirklich was einigermaßen Intellektuelles von euch hören. Ich weiß, dass ihr das gut könnt. Und ich garantiere euch außerdem, dass ich jedes einzelne Kommentar durchlesen werde. Das mache ich da sowieso. Ich meine, das könnt ihr mir auch ruhig glauben. Ich meine, ich habe ja nicht so viele Kommentare, als dass es irgendwie unübersichtlich werden würde unter meinen Videos im Durchschnitt. Und ich möchte einfach, dass ihr jetzt einfach mal eine richtig geile Konversation startet. Ich werde mir jedes Kommentar durchlesen und ich werde auch auf viele von denen antworten, wenn ich gerade eine passende Antwort habe und es gute Kritik ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Darüber würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen. Und wenn es euch gefallen hat, dann bin. Oh Gott, fail. egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch, das freut mich sehr. Und wie auch immer, haut rein, Leute, und bis gleich in den Kommentaren.